Guten Abend. Moskau gibt Asyl. Ich wäre gar nicht drauf gekommen, weil ich gucke ja mir bestimmte Dinge schon gar nicht mehr an oder nur noch selten, um ungefähr zu wissen, was los ist. Hätte ich aber machen sollen. Wer hat mich drauf gebracht? Dr. Bodo Schiffmann. Ja, Ausreise nach Russland. Russische Retourkutsche, schreibt die Berliner Zeitung. Medvedev, na, der war damals mal Präsident, ist aber immer noch in Amt, also nicht als Präsident, sondern ist immer noch relativ mächtig. Medvedev bietet Scholz-Kritikern Zuflucht in Moskau. Das ist ein Hammer. Ich habe das aus ganz bestimmten Gründen auch als Nachtrag zu meinem Buch IQ ist nichts, Unbildung, alles gemacht. Habe ich schon mal erwähnt, muss ich nicht nochmal erwähnen. Hier geht es ganz einfach um das Thema. Also, tatsächlich, ich habe auf der Berliner Zeitung nachgeguckt, habe ich auch gefunden. Keine Bezahlschranke, nix, man muss bloß einige Cookies loswerden. Ja, russische Retourkutsche mit Medvedev bietet, was ich alles schon vorgelesen habe, und Berlin soll Zuflucht russischer Regimegegner werden, doch die Russen drehen den Spieß um. Moskau soll nun Exilmekka deutscher Regierungskritiker werden. Naja, klar, warum nicht, ne? Ja. Das ist der stellvertretende Vorsitzende des mächtigen Sicherheitsrates, Dimitri Medvedev. Medved heißt der Bär nebenbei. Naja. In seinem Telegram-Kanal schlug er vor, Deutsche, die Olaf Scholz oder die Bundesregierung kritisieren, bevorzugt nach Russland einreisen zu lassen. Die Einreisebestimmungen für deutsche Staatsbürger, die unzufrieden mit der Politik der Bundesregierung sind, soll erleichtert werden. Braucht er bloß Retourkutsche einzugeben und dann findet ihr das muss ich, also russische Retourkutsche und Berliner Zeitung vielleicht, dann findet ihr es sogar bei Google. Ja, wie ich drauf gekommen bin, und zwar, da gab es einen Anlass, das war der eine, also dieses Angebot von Russland, es ist ja noch kein offizielles Angebot, es ist ja ein Vorschlag, pardon, und andererseits, gab es jemanden, der arg bedrängt worden ist von Staat und sich deswegen von allem Möglichen distanziert hat? Moment, ich muss noch mal husten, ich mache mal kurz Pause. So, geht. Und zwar, ja, hat der einen offenen Brief geschrieben und dieserjenige, der also richtig aufgrund dieser Restriktionen Angst bekommen hatte, der hatte dann auch geschrieben, ich erinnere an die mahnenden Worte eines großen Vorbildes von mir, dem späten Martin Niemöller. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Naja. In diesem Sinne gilt es heute mehr denn je aufzustehen und zu protestieren und so weiter. Okay, alles zitiert aus dem Kanal, alles aus der Mainstream, Bushimo, Dr. Bodo Schiffmann. Er spricht hier einige sehr interessante Gedanken aus. Ich werde auf dieses Video noch verlinken, aber naja, hoffen wir, dass es noch eine Weile online bleibt. Sehr, sehr klug. Also schon alleine dieser Grundgedanke und Bodo Schiffmann sagt auch, warum sich denn unbedingt von den Querdenkern distanzieren? Das machen alle aus Angst. Ja, klar, verstehe ich vielleicht auch ein bisschen, dass die Leute Angst haben. Aber warum sich denn distanzieren von Leuten, die denken können? Er geht auch auf das Grundgesetz ein. Und zwar auf Artikel 146 des Grundgesetzes. Wenn man das eingibt bei Google, kriegt man sofort dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Gesetze im Internet. Ich dachte, warte mal, das kann ja, das ist die offizielle Seite der Bundesregierung dafür. Vielleicht hat sich's ja geändert. Nein, es steht noch alles so da. Aber wenn man dann hier unten drauf geht, gibt es einen Artikel 5 des Einigungsvertrages und den zeige ich jetzt mal hier direkt. Und zwar in diesem Artikel 5, das war am 29.09.90, Geltung ab 29.09.1990, die Regierungen der beiden Vertragsparteien, also DDR und BRD damals, empfehlen den gesetzgebenden Körperschaften des Vereinten Deutschlands,
empfehlen. Sich innerhalb von 2 Jahren mit den im Zusammenhang der deutschen Einigung der aufgeworfenen Fragen zur Änderung oder Ergänzung des Grundgesetzes zu befassen, insbesondere. Und jetzt kommt's mit der Frage der Anwendung des Artikels 146 des Grundgesetzes und deren Rahmen einer Volksabstimmung. Habt ihr was davon mitgekriegt? Ich nicht. Auch damit beschäftigt sich Dr. Schiffmann. Und auch, warum sich denn, ich wiederhole es nochmal, warum sich denn von denkenden Leuten total distanzieren? Und ja, und BRD, GmbH und so weiter und so fort. Es gibt Leute, die machen sich eben Gedanken über dieses Staatsgebilde. Und warum sollen das immer gleich Rechtsextreme sein? Genauso die AfD, die ja geframed wird und immer in die rechteste Ecke der rechten Ecken gestellt wird. Warum sollen denn die unbedingt, und das sind ja nun wirklich gebildete Leute drin, sehr gebildete im Gegensatz zu den anderen, warum sollen denn die so ausgeladen werden und nirgendwo beachtet und immer nur als Rechte und Böse eingeschätzt werden? Und noch ein Gedanke, der ist allerdings schon von Wilhelm Busch. Nur eine starke Regierung erlaubt das Singen verbotener Lieder. Eigentlich ganz einfach. Ich habe das schon mal thematisiert in einem dieser Videos. Okay, aber das sind alles Gedanken, die spricht Dr. Bodo Schiffmann aus. Ich distanziere mich nicht von diesen Gedanken, denn sie sind wahr. Wenn ihr gleich zu dieser Stelle gehen wollt, dann geht auf ungefähr Minute 25. Ungefähr. Da spricht er über den und auch über die anderen Dinge. Zwischendurch kommt Musik, ganz interessant, schöne Musik. Artikel 18 bespricht er noch. Warte mal, Moment, vielleicht kriegen wir den anderen Artikel auch hin. Ach, naja. Ach ja, hier bei Minute 18 dieser arme Kerl, der sich von allen Querdenkern distanziert und so weiter und so fort. Und hier bei Minute 15, paar 50, spricht er auch nochmal das Grundgesetz an. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich höre immer alle Videos in doppelter Geschwindigkeit, auch um die anfänglichen Pausen. Das dauert ja eine ganze Weile manchmal bei Dr. Schiffmann, bis das wirklich losgeht. Und auch die Musik ist jetzt, oder ja, ist vielleicht schön, aber ist nicht so mein Ding. Die ersten 6 Minuten habe ich dadurch übersprungen. So, liebe Leute, lohnt sich. Also wie gesagt, dieses Video hier, dieses von Dr. Schiffmann, das werde ich auf jeden Fall verlinken. Und den Rest könnt ihr euch ganz locker selber zusammensuchen. Das lohnt sich nicht. Und natürlich, und jetzt sage ich es doch nochmal, dieses Video habe ich ganz bewusst mit in diesen Nachtrag zum Buch mit reingenommen, weil ich dadurch viel Werbung unterbinden kann. Viel störende Werbung einerseits, von der ich eh nichts habe. Denn ich bin ja schon seit 2 Jahren demonetarisiert. Das soll jetzt aber nicht der Grund zum Jammern sein, darum geht's nicht, sondern einfach um das Video hier etwas abzusichern. So, Leute, und ich sage trotz alledem, ja, Retourkutsche und so weiter sind Vorschläge und. Macht was. Macht was. Denn darauf geht Dr. Schiffmann auch ein, dass es genug Leute gab, die immer wieder was gemacht haben, hat letzten Endes den Wahnsinn einigermaßen im Zaum gehalten. Einigermaßen. Es ist schon schlimm genug, aber es hat einigermaßen geholfen. Und nicht bloß das. Letzten Endes geht es ja um die Bildung. Denn die Menschen, die sich diesen Blödsinn antun lassen, einfach so, die sind beim besten Willen nicht mehr gebildet. Sie waren es mal. Das war mal das deutsche Volk, der Dichter und Denker, aber das ist vorbei. Und damit es wieder besser wird, trete ich für Bildung ein. Bildung, Bildung, Bildung. Denn dann hat man Wissen und Wissen kann man kombinieren, dann kann man richtig denken. So, jetzt war es aber genug. Ich wünsche euch was und wie gesagt, macht was, aber macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.